Hallo und herzlich willkommen zum Video der Zentralen Studienberatung Osnabrück. Dieses Video richtet sich an alle, die sich mit einigen Grundbegriffen rund um das Thema Studium vertraut machen wollen. Nach der jeweiligen Erklärung erläutern wir dann, wie es sich damit an den beiden Osnabrücker Hochschulen verhält. Um welche Begriffe soll es in diesem Video gehen? Hier erläutern wir im Folgenden, was man unter Hochschule, Universität und Fachhochschule versteht. Starten wir zunächst mit dem Begriff Hochschule. Zunächst einmal ist das Wort Hochschule ein Oberbegriff für viele verschiedene Hochschultypen, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. In Deutschland gibt es insgesamt über 400 verschiedene Hochschulen. Universitäten und Fachhochschulen sind dabei die beiden häufigsten Hochschultypen. Die verschiedenen Hochschultypen und ihre Aufgaben werden durch die Bundesländer in ihren jeweiligen Hochschulgesetzen definiert. Unter den Typ Universität fallen dabei folgende Einrichtungen: Technische Universitäten, die Fernuniversität, Universitäten der Bundeswehr, Hochschulen für Medizin, Tiermedizin oder Sport, kirchliche und philosophisch-theologische Hochschulen und pädagogische Hochschulen. Neben den eben genannten gibt es noch weitere Typen von Hochschulen, wie zum Beispiel Kunst-, Musik- und Filmhochschulen, Fachhochschulen bzw. Hochschulen für angewandte Wissenschaften, Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung und auch duale Hochschulen. Ein Großteil der Hochschulen wird vom Staat finanziert und befindet sich daher in staatlicher Verantwortung. Daneben gibt es aber auch Hochschulen, die von der protestantischen oder katholischen Kirche betrieben werden. Darüber hinaus gibt es noch private Hochschulen, die staatlich anerkannt sind. Am häufigsten handelt es sich bei letzteren um Fachhochschulen. In Niedersachsen und einigen anderen Bundesländern haben sich die Fachhochschulen vor einiger Zeit umbenannt. Sie heißen jetzt nur noch Hochschulen statt Fachhochschulen, was mitunter zu etwas Verwirrung führen kann, beziehungsweise die Abgrenzung von denjenigen Universitäten schwierig machen kann, die auch den Begriff Hochschule im Namen tragen. Zusammenfassend kann man sich also merken, dass der Begriff zum einen der Oberbegriff für alle Hochschultypen ist und zum anderen eine Bezeichnung, die für Fachhochschulen bzw. ja jetzt für Hochschulen verwendet wird. Wie ist das nun mit den Hochschulen in Osnabrück? Osnabrück hat das Glück, gleich über zwei Hochschulen zu verfügen. Zum einen die Universität Osnabrück und zum anderen die Hochschule Osnabrück, die auch einen Standort in Lingen hat. Beide Hochschulen haben momentan je ca. 14.000 Studierende. Was ist eigentlich eine Universität genau? Kennzeichnend für Universitäten ist ihre breite wissenschaftlich-theoretische und forschungsorientierte Ausrichtung. Sie sind für die Ausbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses verantwortlich und es besteht eine enge Verzahnung von Lehre und Forschung. Im Studium spielt die Vermittlung theoretischer Grundlagen eine wichtige Rolle und die Studierenden können aus einer großen Fächervielfalt auswählen. Manche Unis konzentrieren ihr Angebot aber auch auf bestimmte Disziplinen, wie etwa die Hochschulen für Medizin, Tiermedizin und Sport. Hier sei als Beispiel die MHH, die Medizinische Hochschule Hannover, genannt. Universitäten verfügen zudem über das Promotionsrecht, das heißt, man kann dort einen Doktorgrad erwerben. Bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Ärzte und Richter, werden nur an Universitäten ausgebildet. Um sich an einer Universität zu bewerben, benötigt man im Regelfall als sogenannte Hochschulzugangsberechtigung, oft auch kurz HZB genannt, die allgemeine Hochschulreife. Gegebenenfalls besteht die HZB aber auch in der Fachhochschulreife, was wir umgangssprachlich auch als Fachabi betiteln, beziehungsweise der sogenannten beruflichen Qualifikation, die man hat, wenn man beispielsweise eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen hat und hinterher für 3 Jahre in diesem Beruf gearbeitet hat. In diesem Fall besitzt man dann eine sogenannte fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung. Da es sich bei diesen Zugängen aber üblicherweise um Einzelfallentscheidungen handelt, sollte man sich bei Fragen dazu in jedem Fall an das Studierendensekretariat bzw. das Immatrikulationsamt der jeweiligen Universität wenden. Wie ist das jetzt mit der Universität in Osnabrück? Bei der Universität Osnabrück handelt es sich um eine Hochschule in staatlicher Verantwortung, die nach ihrer Gründung 1973, ein Jahr später, also 1974, ihren Lehrbetrieb aufgenommen hat und an der man momentan rund 180 Studiengänge studieren kann. Insgesamt gibt es 9 Fachbereiche. Studiert wird dabei an 2 Standorten, einmal am Campus Innenstadt und am Campus Westerberg.
Beide Standorte liegen aber nur circa 2,5 Kilometer voneinander entfernt, eine Entfernung, die man mit dem Rad in circa 10 Minuten gut schaffen kann. Mehr Informationen über die Universität und das Studienangebot findet man unter www.uni-osnabrück.de. Und was ist jetzt eigentlich eine Fachhochschule bzw. nach der Umbenennung eine Hochschule? Während es zum Wintersemester 2018/2019 in Deutschland 106 Universitäten gab, waren es zum gleichen Zeitpunkt ungefähr doppelt so viele Fachhochschulen, die man häufig umgangssprachlich auch als FH bezeichnet und auf die ich jetzt näher eingehen möchte. Fachhochschulen verfolgen einen anwendungsorientierten wissenschaftlichen Ansatz. Das heißt, das Studium orientiert sich verstärkt an den Anforderungen in der Praxis. Einige Fachhochschulen verweisen auf diesen Punkt auch schon in ihrem Namen, wie zum Beispiel Hochschule für angewandte Wissenschaften oder auch Englisch University of Applied Sciences. Öfter als an Universitäten findet man hier auch duale Studiengänge. Das sind Studiengänge, in denen man zum einen an einer Hochschule studiert und gleichzeitig auch in einem Unternehmen oder einem Betrieb praktisch arbeitet. Bei einigen Formen des dualen Studiums hat man hinterher sowohl einen Ausbildungsabschluss als auch einen Hochschulabschluss, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Der Aspekt des Praxis- bzw. Anwendungsbezugs zeigt sich häufig auch im Studienverlauf. Oft gibt es integrierte Praxisphasen oder ganze Praxissemester und einige Studienprogramme erwarten von den Bewerberinnen vor Studienbeginn ein sogenanntes Vorpraktikum. Für die Bewerbung an einer Hochschule ist im Regelfall als Hochschulzugangsberechtigung die Fachhochschulreife nötig. Aber auch hier gilt genau wie bei den Universitäten, dass auch eine berufliche Vorbildung gegebenenfalls als Hochschulzugangsberechtigung ausreichen kann, wobei man dieses im Einzelfall mit der jeweiligen Hochschule klären muss. Einige Studiengänge gibt es sowohl an einer Universität als auch an einer Fachhochschule. Wenn das der Fall ist, so sollte man sich beide Studiengänge mal ganz genau ansehen, indem man zum Beispiel mal in Veranstaltungen reinschnuppert und sich Praxiseinblicke verschafft, um so für sich das passende Studienprogramm zu finden. Die Bachelor- bzw. auch die Masterabschlüsse von Universitäten und Fachhochschulen sind als gleichwertig zu betrachten. Hochschule, wie ist das in Osnabrück? Die Hochschule Osnabrück wurde 1971 gegründet. Damals hieß sie noch Fachhochschule Osnabrück, was jedoch im Jahr 2010 geändert wurde. Seitdem heißt sie nun Hochschule Osnabrück. An ihr kann man rund 100 verschiedene Studiengänge in Osnabrück und Lingen studieren. Innerhalb Osnabrücks gibt es die Standorte Caprivi, Hastel und Westerberg. Darüber hinaus gibt es den Standort Lingen, was ca. 70 Kilometer entfernt von Osnabrück liegt. Insgesamt umfasst die Hochschule Osnabrück vier Fakultäten sowie das Institut für Musik. An der Hochschule gibt es sowohl am Standort Osnabrück als auch am Standort Lingen die Möglichkeit, dass man ein Studium mit einer Ausbildung kombinieren kann. Weitere Informationen zur Hochschule und dem Studienangebot findet man unter www.hs-osnabrück.de. Auf folgende Quellen habe ich für meine Erläuterungen zurückgegriffen. Haben Sie weitere Fragen? Dann nehmen Sie gerne Kontakt zum Team der Zentralen Studienberatung Osnabrück auf. Wann und wie wir zu erreichen sind, sehen Sie hier.